Wir sind wieder zurück bei Star Wars Jedi Knight Jedi Academy und versuchen ein paar Älteste aus dem Händen, in Anführungsstrichen, eines Hutten-Gangster-Bosses zu befreien. Und ich möchte behaupten, dass das Jabba da hat ist, aber in Anbetracht der Tatsache, dass das hier nach dem siebten Star Wars Film ist, bezweifle ich, dass es Jabba sein wird. Wir schauen mal, wem wir hier tatsächlich über den Weg laufen. Ja, Jungs, ihr seht mir verdächtig nach demselben Pack aus, dass sich hier unserem netten kleinen Sith-Kult angeschlossen hat. Oder seid ihr am Ende nur bezahlte Söldner, die für Geld alles machen? Man weiß es nicht, man munkelt. Wir wissen eh noch nicht allzu viel über diesen Sith-Kult, den wir hier quer durch die Galaxis verfolgen. Hier fehlt uns eine Codekarte, natürlich. Bist du ein Fahrstuhl? Du bist ein Fahrstuhl. Hallo. Ups. Das ist ein sehr ungünstig platzierter Tisch. Herrgott, nochmal. Anmutig. Anmutig, wie es nur ein Jedi sein kann. Nur den. Gucken wir mal in die Kameras rein, nicht wahr? Da sind die Zellen, aber wie öffne ich sie? Mit Schwung? Wieso ist meine Antwort zu allem eigentlich Schwung? Zwillinge, cool. Ich sollte mich nicht so hierüber lustig machen. Das Spiel hat schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel und es spielt sich ehrlich gesagt echt gut für sein Alter. Und es hat ein paar Komfortfunktionen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Autospeichern zum Beispiel. Es ist immer wieder faszinierend, wie sehr ich Autospeichern bei solchen alten Spielen vermisse. Jetzt bin ich bloß dezent falsch abgebogen, denn ich habe immer noch nicht die verdammte Codekarte. Falls euch nicht aufgefallen ist, ich bin in Aufnahmesession 2, deswegen höre ich mich auch wieder ein bisschen fitter an als beim letzten Mal. Da ist man dann doch nach einer Weile ein wenig ermüdet. Soll das eine Karte sein, ihr Lappen? Oh mein Gott. Soll das ein Fahrstuhl sein, ihr Lappen? Nein, vermutlich nicht. Nein, definitiv kein Fahrstuhl. Aber wo ist denn die Karte des Codes? Wieso kann ich hier das imperiale Schnellfeuergewehr nicht aufheben? Fragen über Fragen. Unter anderem auf meinem Fragenstapel liegt... war ich hier schon? Liegt die Frage, warum dieser dämliche Sith-Kult... Warum dieser dämliche Sith-Kult versucht, Orten der Macht... eben die Macht zu entziehen. Du wirst mal gefälligst woanders deine blöden Thermaldetonatoren. Ich glaube, es ist an der Zeit, wieder zu Blastern zu wechseln. Ja, ich will mir irgendwie besser dabei. Sie haben eine Codekarte. Die Codekarte hat die Tür geöffnet. Wie schön. Und ich bin im Kreis gelaufen, denn hier komme ich her. Hätte ich die Codekarte vielleicht lieber an der anderen Tür einsetzen sollen? Fragezeichen. Ich glaube, ich habe sie jetzt nämlich auch nicht mehr und das ist sehr frustrierend. Nämlich an dieser Tür. Oh, leck. Das war jetzt eventuell blöd. Aber theoretisch bedeutet das ja, dass hier irgendwo nochmal so eine Codekarte rumfleuchen muss. Oder kann ich die aus der anderen Tür wieder rausziehen? Nein. Das wäre ja zu abwegig. Wir versuchen es trotzdem mal. Warte, nein. Dass hier auch alles gleich aussehen muss. Wenn ich ab und zu ein bisschen leise bin, einfach ignorieren, einfach die Lautstärke ein bisschen hochdrehen. In solchen Fällen ist das Spiel ja meistens ohnehin nicht arg so laut. Ich bin nur immer noch ziemlich angeschlagen. Ich produziere nur vor, für den Fall, dass es mich endgültig aus den Latschen haut. Was durchaus passieren kann. Nö, die kriege ich ja nicht wieder raus. Weil ich bin ja dämlich. Ich kuriere das ja nie richtig aus. Ich schleiß mich ja immer zum Arbeiten in der Hoffnung, dass es schon von alleine irgendwie wieder besser wird.
Was es meistens nicht wird. Hä? Bin ich da jetzt gelandet? Ich bin nicht hier. Das hilft mir doch auch nicht weiter. Hm. Also wie gesagt, überseht das einfach. Das wird dann in Zukunft wieder besser, wenn ich beschließe, wieder live zu gehen, wieder tatsächlich richtig zu streamen. Denn dafür habe ich mir die Streaming-Pause ja genommen. Eben um vorzuproduzieren, eben um Vorfällen, wie es Anfang dieses Jahres schon mal passiert ist, vorzubeugen, dass wir einfach plötzlich mit gar keinem Content mehr dastehen. Komme ich da vielleicht einfach durch? Na toll. War hier nicht von einem Rancor die Rede? Kriege ich die Tür überhaupt auf? Ich bezweifle es. Also wenn ihr das seht, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass es mich zusammengehauen hat und dass ich wieder vermutlich fiebrig auf meinem Sofa liege und mich für vier verschiedene Persönlichkeiten halte und versuche mich selber darin zu finden. Denn so wirkt sich Fieber bei mir meistens aus, habe ich festgestellt. Ich halluziniere vor mich hin. Ja, das klingt gesund, das macht Spaß. Manche Leute nehmen Drogen für sowas. Ich warte darauf, dass irgendwelche Viren mich und Bazillen mich aus den Latschen hauen. Aber wir wollen mal hoffen, dass es nicht so weit kommt. Hallöchen! Ihr seid doch meine Gefangenen. Schnell, holen Sie uns raus, bevor der Rancor kommt! Rancor? Habt wieder Small nicht halten können, was? Ihr habt's wieder kommen. Ja, leck mich doch. Der Rancor! Chillig. Laufen Sie zum Arena-Eingang. Schnell! Achtung! Hilfe! Ich glaube, es war gar keine schlechte Idee, die Schrotflinte hier mitzunehmen. Er musste schon besiegen, oder? Sie haben 0 von 16 Gefangenen gerettet. Das ist nicht euer Ernst. Gehen Sie dem Rancor aus dem Weg. Ja, okay, alles klar. Okay, alles klar, so viel dazu. Lauf, Kinder! Danke, das war knapp. Passen Sie auf, es gibt noch 3 andere Zellenblöcke mit Gefangenen. Wir müssen sie befreien. Okay, ich hole sie raus. Nehmen Sie den Zugangstunnel am Ende der Halle. Dort wird sie jemand aufnehmen. Ist der Weg frei? Ja. Ich habe diese Zugangskarte von einer Wache. Damit können Sie den Lift am Ende der Halle benutzen. Cool. Jaden, wie ist dein Status? Die Ältesten sind auf dem Weg zum Zugangstunnel, aber ich muss noch andere Gefangene befreien. Okay, ich nehme sie auf, wenn sie hier sind. Sei vorsichtig, Jaden. Der ganze Ort hier sieht wie ein Wettbüro aus. Ja, so ungefähr habe ich das auch verstanden, dass die hier Gefangene den... Bringt es mich auf die dunkle Seite, unbewaffnete Leute zu erschießen? Vermutlich ja. Hi, du nimmst also Wetten auf an, ob Gefangene eher, wie gesagt, ich bin neu in dieser Jedi-Scheiße, okay? Ich bin noch nicht so eloquent, also. Lass mich von vorne anfangen, ich lass mir das üben, weil ich schwöre, ich hatte den Spruch hierfür. Du bist also der Typ, der hier steht und Wetten darüber annimmt, ob Gefangene länger überleben oder ja, kürzer überleben, wenn sie dem Rancor vorgeführt werden. Okay, vielleicht hatte ich doch keinen Spruch. Stopp. Willst du mich? God fucking damit. Lichtschwerter, ne? Es sieht im Film immer so viel einfacher aus. So. Ich bin hier jetzt der Barkeeper. Ich habe alle Gäste verkrault. Und deswegen bin ich Einzelhändler und nicht irgendwie im Gastronomiebereich. Irgendwie, you know. Lass ich Joschka. Schnauze. Oh, tschüss.
sollte allmählich mal gucken, dass ich mich dann doch ein wenig heile, weil... Hat er nichts mehr Schild und so? Ich bin auch noch nicht so richtig daran gewöhnt, dass ich die Waffen nicht nachladen muss. So. Da wollen wir mal hier den Hebel ziehen. Hier der Hebel. Da. Machen wir da auf. Deswegen werden die auch immer aus den Zellen rausgeschoben. Damit die sich da drin nicht verstecken können, wenn der Rancor kommt. Okay. Der hier garantiert wieder irgendwo durch die Gegend läuft. Zählen die jetzt schon als gerettet? Nein, die zählen nicht als gerettet. Okay, wir folgen mal unauffällig den blauen Pfeilen. Hoffe ich. Da ist mein Bogenwerfer. Ich glaube, ich folge nicht mehr dem blauen. Hallo, Rancor. Ich lenke dich mal ein bisschen ab hier. Vielleicht ist das das, was die Jungs brauchen. Dass die hier wieder zum Arena-Eingang laufen können. Ich hoffe, ich begegne denen da jetzt nicht. Das wäre nämlich unangenehm für alle Beteiligten, wenn mir jetzt entgegenkommen würden. Er lässt ja... Entschuldigen Sie bitte? Hier drüben bin ich. Ach, er kommt hier nicht durch. Das ist ja auch wieder geil. Sprinten wir mal einmal drumrum. Autschi, au, 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 er hat mich, glaube ich. Spasti. Lass mich wenigstens laufen. Er wird niemals durchkommen. Da seid ihr, Jungs und Mädels. Wollt ihr nicht abhauen und so? Es darf durchaus ein bisschen schneller sein, Kinder. Vielleicht hätte ich den Rancor nicht mitbringen sollen. Lasst euch Zeit, lasst euch Zeit. Es ist gemütlich hier. Wieso seid ihr nur zu dritt? Wo ist der vierte von euch? Oh mein Gott, sagt mir nicht, dass er draufgegangen ist. Das gibt so Haue. Das gibt so Haue, wenn ihr einen von euch einfach habt draufgehen lassen. 1, 2, 3, 4. Gute Kinder. Gute Kinder. Es geht doch. Hat keiner von euch eine Codekarte für mich oder sowas? Irgendwie irgendwas, wo ich weiterkomme, dann ihr rennt einfach raus zu Kyle, oder? Ja. Okay. Okay, okay, okay. Kein Thema, kein Thema, kein Thema. Ich finde mich auch so irgendwie zurecht, ihr Ficker! Hättet auch mal so einer blöden Wache eine Karte stibitzen können, nicht wahr? So, 8 von 16. Halbzeit haben wir. Das ist für mich eines Speicherns würdig. Autospeichern hin oder her, es schadet doch nichts, wenn man auf der sicheren Seite ist. Hallo, Rancor. Hast du zufällig noch ein paar Gefangene gesehen? Ich hoffe nicht, denn wenn du sie gesehen hast, hast du sie vermutlich gefressen, weil du ein Hurensohn bist. Könnt ihr auch argumentieren, dass sie nur eine arme Kreatur in Gefangenschaft ist, der man nur beigebracht hat, auf Menschen loszugehen und Gefangene zur allgemeinen Unterhaltung zu zerfleischen, aber ich gehe mit Hurensohn, denn Hurensohn ist deutlich einfacher. Verklagt mich. Ich kann auch durchaus sagen, dass ich hier so ein bisschen auf die Pointe warte. Was ist denn hiermit, hä? Fahren wir hier schon?
Vermutlich ja, wenn ich dran denke, dass hier so ein imperiales Schnellfeuergewehr am Boden liegt. Autschi! Geht's noch? Alles gut bei dir da unten? Stabil? Läuft? Kann ich dir was bringen? Bierchen? Zigarettchen? Ist eh ungesund. Das darfst du jetzt nicht persönlich nehmen. Ich war mir nur besorgt um deine Gesundheit. Das ist kein Grund, hier jetzt gleich den großen Mann raushängen zu lassen. Ah, so. Das kommt mir hier alles vage bekannt vor. Ich suche ehrlich gesagt so eine Zentrale nochmal. Entschuldigung kurz, ich glaube, bei mir hat es geklopft. Ich komme gleich wieder. So, und wir setzen hier fort. Diesen kleinen Besuch von meiner Mutter. Haha. Ungemütlich Käffchen mit Mama getrunken. Darf ja auch mal vorkommen. Richtig, jetzt weiß ich wieder, wo ich war. Aber macht sie doch ein bisschen Sorgen um meine Gesundheit. Aber ich wohne noch nicht so arg lang alleine. Und wie gesagt, ich neige dazu, solche Dinge ganz sonst zu verschleifen und meine eigene Gesundheit zu vernachlässigen. Deswegen kann ich es eigentlich fast niemandem verdenken, wenn man hier regelmäßig vorbeikommt und guckt, ob der Junge noch atmet. Ich habe Schatten angeworfen. Aber da waren wir auch schon. Ich bin ein wenig frustriert. Das war's eventuell blöd. Ah, da geht auch nicht auf, aber da sind wohl auch noch Gefangene drin, wenn ich das richtig sehe. Also muss man hier wohl aufmachen, oder? Das hier sieht doch so nach so einem Aufmachding aus. 1-Million-Euro-Frage ist jetzt wieder, wie komme ich da rein? Weil im Gegensatz zu den anderen beiden, die ich bisher gesehen habe, hat das Ding keinen direkten Zugang. Oh, halt dein Maul. Obwohl. Ihr seid nichts zum Interagieren. Das ist der Rancor. Komme ich da eventuell nur über Lüftungsschächte rein? Arbeite doch mal wieder ein bisschen mit dem Lichtschwert, weil... wir brauchen die Munition wohl, um uns den Rancor vom Hals zu halten. Ach, die Tür ist natürlich offen. Dann wäre hier der Aufzug. Das Wettbüro. Ah, schön, ihr seid wieder vollzählig am Start. Und ihr habt Freunde mitgebracht. Ich bin begeistert. Und einen noch zu mitnehmen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Na, komm. So, hier. Macht Heilung. So. Aufzug nach oben. Müssen wir tatsächlich jedes Mal in die Bar zurück oder sehe ich das falsch? Okay. Waren wir doch hier schon? Ja, waren wir. Okay, alles klar. Kamikaze. Verlasst mich schon ein bisschen arg auf die Machtheilung, nicht wahr? Irgendwann wird mich das Rektal penetrieren. Hey, Jungs. Upsis. Das war sogar ein bisschen ekelhaft hier, der Kollege mit dem Disruptor-Gewehr. Oh, nicht schon wieder.
Okay, der hat das erstaunlich gut weggesteckt, dass da ein Thermaldetonator direkt neben ihm lag. Naja. So, weiter im Text, wie schön. Da sind die nächsten vier, jawohl.